Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einer Kartenvorstellung. Und zwar schauen wir uns heute an die Mountain Hill 2022 Map in der Version 1.0.0.1. Der Text sagt: Hallo Community, ich präsentiere euch meine vierfach Mountain Hill 2022. Die Map wurde komplett vom LS19 überarbeitet. Auf Gebäuden von LS19 wurden überall Schneedächer hinzugefügt. Produktionen werden nicht über die PDA X Farmland gekauft, sondern direkt beim Trigger an der Produktion. Das Farmland gehört dir dann. Deko ist abhängig von Uhrzeit, Wetterverhältnis und Jahreszeit. Sonnenschirme, Wäsche, Poolwasser ist im Winter weg. Dafür gibt es im Winter Straßenstempen. Was noch alles, das werdet ihr dann selbst sehen. Was euch nicht gehört, könnt ihr nicht verwenden. Weiden, Viehhof, Lohnunternehmen und so weiter. Neue Früchte. Roggen, Hirse, Tritikale, Dinkel, Zwiebel und Karotten. Neue Produktionsgüter. Heupellets, Strohpellets, Holzpellets, Melasse und Kompost. Kompost kann auch zum Düngen der Felder benutzt werden. Die Karte ist komplett mit Autodrive eingefahren. Hauptstraßen, Nebenstraßen, Feldstraßen, Feldwege, Wälder, Verkaufsstellen, Produktionen. Wie immer schauen wir uns die Karte an im Modus neuer Farmer oder neuer Bauer. Und wir starten unser Unternehmen hier. Wir stehen hier an diesem kleinen See. Hier ist ein Seerestaurant oder eine Villa oder wie auch immer das interpretiert sein möchte. Hier haben wir einen schönen See. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimmung hier ist extrem schön. Hier gibt es eine Hollywood-Schaukel. Schönes Gebäude hier. Also mit einer natürlich schönen Terrasse. Hier drüben ist so was Ähnliches wie ein Badestrand. Schöne Details. Auch wirklich schön dekoriert. Hier natürlich ein bisschen Sommer. Wir sind hier im August, also Sonnenschirme sind da, ein Badetuch. Genau, da ist jemand gerade am Schwimmen. Hier ein Sonnenschirm. Auch hier noch ein Badetuch. Fische gibt es hier. Enten. Richtig schön. Da drüben gibt es natürlich noch eine Sandburg. Schön gemacht. Einen Bergsommertag hier, ne? Also wirklich sehr schön mit einem Bergsee. Die Karte ist eher flach, nicht ganz flach, also es hat schon Erhebungen und Senkungen dabei, also man sieht es auch schon hier. Es ist nicht komplett flach, es ist eine hügelige Landschaft, nicht übermäßig, aber auf jeden Fall nicht eine flache Karte. Hier haben wir einen Verkaufspunkt, das ist glaube ich dieses eingeführte Symbol hier. Wir schauen uns kurz mal die Karte an. Wir sehen hier, das ist also eine Vierfachkarte. Also das sind ziemlich große Felder. Also auch schön zu sehen, dass die Felder hier sehr organisch geformt sind. Also keine quadratisch praktisch gut, sondern wirklich sehr organisch in die Landschaft eingebaut. Sehr schön gemacht. Hier der See, dann den meandernden Fluss oder Bach, der hier durchgeht durch die ganze Karte. Ein verästeltes System. Es hat hier Forst. Bereiche hier auch. Hier gibt es einen Forstbereich. Hier auch ein Forstbereich und hier unten auch nochmal. Dann hier natürlich auch noch. Und wir haben hier auch freie Fläche zum Bebauen, wenn wir nicht den Standhardhof verwenden wollen oder um weitere Produktionsstätten hinzubauen. Dann die Feldgrößen, würde ich sagen, ist es alles so im mittleren und
größeren Bereich. Also wir haben hier die Fläche von 4 Hektar. Dann haben wir eine Fläche zum Beispiel hier von 18 Hektar. Hier haben wir 23 Hektar. Also es sind mittlere bis, sagen wir, mittelgroße Felder. Also es sind jetzt nicht die 60 oder 80 Hektar Felder, sind so zwischen 25 und vielleicht maximal 30, 35 Hektar die Felder. Die Waldbereiche können auch gekauft werden in kleineren Plots, also nicht unbedingt ein großes Paket an sich, sondern sind schön aufgeteilt. Ich glaube, mitunter das größte Feld könnte wahrscheinlich dieses hier sein, also eine Parzelle von 36 Hektar. Wenn wir schon da sind, dann schauen wir uns den Aussaatkalender an. Der obere Teil scheint Standard zu sein. Wie der Text schon erwähnt hat, gibt es Zusatzfrüchte wie die Tritikale, Dinkel, Roggen, Hirse, Karotten und Zwiebel. Die haben alle einen eigenen Aussaat- und Erntekalender. Verträge gibt es natürlich auch und die sind auch sehr schön. Also schöne, schöne Verträge, also so 22.000. So um die 20.000, 7.000 hier ein kleineres Feld. Auf jeden Fall gibt es genügend Arbeit. Dann sind auch Tiergehege eingebaut, aber diese schauen wir uns dann im Detail gerade später nochmal an. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann gehört uns standardmäßig dieser Hofteil plus das Feld 13 und 14. Also Feld 13 hat 6 Hektar, das Feld 14 hat 15, also fast 15 Hektar. Dann haben wir hier diesen kleinen Bereich hier, der zum Restaurant gehört, also da, wo wir gerade gestartet sind. Das sind 13 Hektar. Dann haben wir die Hoffläche an sich, das sind 4,2 Hektar. Dann gibt es verschiedene kleine Flächen, die noch zu uns gehören, die zusammengefasst sind. Das ist also diese Fläche hier. Das ist diese Fläche, da gehören die anderen Flächen hier dazu. Das insgesamt 12 Hektar Fläche sind. Dann gibt es Flächen, die kann man nicht in dem Sinne so kaufen, wie der Eingangstext sagt. Dann muss man hingehen, die Produktionsstätte kaufen, um das Land dann zu kriegen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einmal mal ganz schnurstracks dahin, wo das Farmhaus ist, wo wir starten. Das ist dieses Farmhaus hier. Das ist das Elm Creek Farmhaus natürlich mit der US-Flagge, auch wenn es unter europäische Karte geht bei Forbidden Mods. Das ist der Standard-Farmbereich, der zu uns gehört, wenn wir hier starten. Wir haben Platz für 108 Schweine. Wir haben einen Kuhstall für 80 Kühe. Das ist also der große Kuhstall ohne Fütterungsroboter. Dann haben wir hier Platz für 65 Schafe und wir haben Platz für 360 Hühner. Das ist also Standard. Die sind nicht gemoddet. Dann haben wir natürlich hier einen Misthaufen oder zwei Misthaufen. Wir haben zwei Misthaufen, aufgepasst. Ein Misthaufen beim Schweinestall gibt es nicht. Ja, hier gibt es also keinen Misthaufen. Also da könnte man, wenn man das will, könnte man dann eventuell hier hinbauen, so dass man auch von den Schweinen auch Mist bekommt. Dann gehört zum Hof auch noch einiges an Hallen. Und zwar ist das einmal diese hier. Dann natürlich zwei weitere Hallen auch noch. Und das sind also dieselben Hallen. Dreimal dieselben drei türigen Hallen. Das sind diese hier. Die sind alle insgesamt leer. Dann haben wir ein Farm-Silo mit einer Kapazität von 500.000 Litern. Und zwar ist es dieses hier. Sollte auf jeden Fall reichen für den Start hier. Wir schauen mal, wo unser Equipment steht, was wir als neuer Farmer bekommen. Und wir müssen feststellen, dass das alles noch beim Shop steht. Das heißt, wir gehen einmal mal dahin. Das ist dieser Shop hier. Da gibt es eine LU-Halle, eine Lohnunternehmerhalle. Dann gibt es hier das Equipment, das zu uns gehört. Das schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier einen Verkaufspunkt. Dann haben wir hier den Reparatur-Trigger. Wir haben den Kauf-Trigger.
Und wir haben diese Werkstatt hier auch schön ausdekoriert. Ja, die Stimmung stimmt. Es ist nicht zu karg, es ist nicht zu überlastet. Es ist halt eine Vierfachkarte. Man kann nicht dieselbe Detailreiche erwarten von einer Vierfachkarte, wie das auf einer Einfachkarte ist. Also es ist nicht zu vergleichen mit der Detailreiche, mit dem Detailreichtum einer Krebachkarte. Klar, nicht zu machen. Wir fahren mal zum Hof. Wir nehmen die Strecke mal mit. So wird, damit wir ein bisschen ein Gefühl bekommen über die Karte an sich. Also das Tor geht automatisch auf. Es gibt auch Traffic, der verbaut ist auf der Karte. Hier drüben ist auch etwas verbaut. Das schauen wir uns dann im Detail noch an. Die Produktionsstätten, Verkaufsstellen und so weiter. Hier am Wegerand, am Straßenrand gibt es vielleicht noch einige kleine Texturprobleme, aber es scheint mich jetzt auch nicht zu stören. Die Stimmung ist ziemlich offen. Es ist eine offenere Ebene, aber nicht ganz eben, wie gesagt. Also es gibt hier schon Erhebungen und Senkungen. Es ist nicht eine komplett flache Karte. Also für einen Sommertag kann man es wirklich glauben, dass die Stimmung ist in Ordnung. Hier ist dann, wäre dann die Bäckerei Schlumann. Die wäre dann hier rechts rein. Auch mit einem automatischen Tor. Schöne Felsen sind verbaut. Also dekorativ geht einiges, wurde einiges gemacht. Hier der rechts ein Waldstück. Hier haben wir einen Verkaufspunkt natürlich. Dann haben wir hier links den See, den wir vorhin schon gesehen haben. Dann haben wir hier links eine kleine Ansiedlung von Häusern mit Garten, mit Pools. Also es ist wirklich Sommerurlaub hier. Da haben wir eine kleine Farm hier drüben, ein Bauernhaus. Schön dekoriert. Die Gebäude, die Häuser, die sind eine Mischung von den verschiedenen Karten, die im LS bereits vorhanden waren. Also die Standardkarten sind es, diese Deko-Objekte. Dann habe ich hier fast die Einfahrt verpasst. Also hier auch wieder mit Garten, Kamin, typisches Einfamilienhaus im Land. Okay, das ist also auf jeden Fall mal diese Strecke gewesen. Wir schauen jetzt uns mal an, welche Produktionsstätten A sichtbar sind und B jetzt verbaut sind. Also wir können im Moment sehen die Schreinerei, wir haben die Pelletsfabrik, dann haben wir hier ein paar Gewächshäuser, es sind glaube ich 6 Gewächshäuser, die verbaut sind. Da haben wir die Getreidemühle, die haben wir die Zuckerfabrik, wir haben hier eine Kompostieranlage, dann haben wir die Biogasanlage, Sägewerk, Holzhacker. Da haben wir die Silageerstellung, also es gibt also eine Produktion für die Silagenerstellung. Die Schneiderei, die Spinnerei sind idealerweise nebeneinander. Da haben wir die Ölraffinerie, die Molkerei, die also verbaut sind. Deswegen natürlich, des Weiteren natürlich die Bäckerei und das sind also diese
Produktionsstellen, die verbaut worden sind. Jetzt, dann schauen wir uns kurz mal den Verkaufskatalog an. Also wir können sehen, Weizen, Gerste, Hafer, also die Standardfrüchte können alle verkauft werden, inklusive Baumwolle und Zuckerrohr. Dann kommen wir zu den tierischen Produkten, das heißt Eier, die können verkauft werden. Verschiedene Verkaufsstellen gibt es hierzu, Wolle auch natürlich, Milch auch. Dann kommen wir zu den Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu und Stroh. Die können auch verkauft werden. Es kann sogar verkauft werden, da Diesel, das man vielleicht eventuell selber produziert, und zwar im Holzhacker und bei der Kompostieranlage. Mehl, also wir kommen zu den Produkten aus der Bäckerei. Die können auch alle drei verkauft werden. Die Käserei, die macht dann hier entweder Butter oder Käse, die können auch verkauft werden. Auch die Erzeugnisse aus der Spinnerei und der Weberei können natürlich auch verkauft werden. Zucker kann verkauft werden, Honig kann natürlich verkauft werden. Müsli und die Ölprodukte können auch verkauft werden. Die Traubenprodukte natürlich auch, Rosinen und Traubensaft. Dann natürlich auch die ganzen Erzeugnisse aus dem Gewächshaus, und zwar einmal Salattomaten und Erdbeeren können verkauft werden. Auch die Schokolade kann verkauft werden. Natürlich können auch Bretter und Möbel verkauft werden. Dann geht es weiter zu den Nebenprodukten wie Mistgülle, die können auch verkauft werden. Selbst Gehreste können verkauft werden. Dann gibt es natürlich auch zwei Gesteinbrecher auf der Karte verbaut. Dann kommen wir zu den Zusatzfrüchten und das ist interessant. Da gibt es also die Tritikale kann verkauft werden, Dinkelhirse, Roggen, Karotten und Zwiebel können verkauft werden. Dann ein Nebenprodukt ist auch die Melasse, die kann natürlich auch verkauft werden. Bis Biogas, was produziert werden kann, kann auch verkauft werden. Und zwar kann das Biogas an der BGA erstellt werden. Dann gibt es Kleie, da gibt es Holz und die ganzen Pellets, die können verkauft werden. Kompost kann ziemlich teuer verkauft werden. Wie gesagt, noch im Moment besitzen wir noch keine Produktionsstätten. Wir würden dann kurzum mit einem Fahrzeug mal zu den einzelnen Produktionsstätten gehen oder wir fliegen dahin und kaufen uns die einzelnen Produktionsstätte, damit wir sehen können, was die produzieren. So, dann kommen wir zu den Kaufstellen. Da haben wir einen Gartencenter Shop, Gartencenter Shop 2. Wir haben die Tankstelle, wir haben eine zweite Tankstelle, die nebenan ist. Wir haben die Garrison Tankstelle, wir haben einen Raiffeisenwareneinkauf. Wir haben noch eine weitere Tankstelle, die verbaut worden ist. Also es gibt genügend Möglichkeiten, die Gefährte aufzutanken. Dann gibt es die Verkaufsstellen, das ist die Zimmerei. Dann haben wir hier den Konoko Shop. Dann haben wir das Gartencenter, den Getreidespeicher, Heizkraftwerk, wir haben den Supermarkt, dann haben wir das Sportcenter, wir haben unser Silo, das ist natürlich nicht ein Verkaufspunkt, aber natürlich eine Abladestelle. Wir haben die Molkerei, die Reifeisen, wir haben dein Flüssiglager, natürlich das Lagerhaus, wir haben den Gesteinbrecher und wir haben den Baumstämmeverkauf. Wir haben den zweiten Gesteinbrecher, der hier verbaut ist. Und ich glaube, dann sind wir mit diesem Übersicht auch schon durch. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf einen Überflug. Und zwar sehen wir hier sehr gut, dass diese Karte nicht flach ist. Also es hat Hügel drin. Wir haben hier ein Dorfteil, also das ist ein Dörfchen hier, da haben wir die Tankstelle. Überall gibt es diese Rundpools dabei, also es ist richtig schön sommerlich, gerade jetzt hier wirklich im Hochsommer im August, sehr schön gemacht, schön dekoriert, auch alles organisch. Wir gehen jetzt mal hier rüber an die Ecke, Südostecke, damit wir schön über die Karte sehen können. Wir können sehen, dass hier sehr große Forstgebiete da sind, also ziemlich große Forstgebiete, sehr dicht bewaldet. Also das ist die Karte von der einen Ecke aus gesehen. Wir haben hier unten dann verschiedene Produktionsstätten oder Points of Interest. Die schauen wir uns gleich mal an. Hier haben wir den Shop.
Da stehen noch unsere Gerätschaften. Dann haben wir auch hier wieder ein Forstgebiet. Der Straßenverlauf scheint natürlich zu sein, also sehr schön. Dann auch überall, wie gesagt, dieses Flüsschen oder das Wasser, was hier durch die Karte geht. Der Straßenverlauf ist wirklich natürlich gemacht. So, wir starten gleich hier oben rechts und schauen mal, welche Produktion das ist oder was da steht. Und wir haben hier die Möbelschreinerei und die gehen wir jetzt besuchen. Es gibt neue Symbole, die verbaut worden sind. Ich nehme einmal an, das ist der Spawnpunkt oder die Produktion. Also wir kaufen mal dieses hier. Das ist 490.000 Euro. Das ist die Möbelschreinerei und die erstellt natürlich standardmäßig aus Holz, stellt die Möbel und Hackschnitzel oder die aus den Brettern werden dann entweder eben auch Möbel oder Hackschnitzel erstellt. Was schön ist, dass nicht nur diese ganzen Gebäude, die Standardgebäude hingestellt worden sind, sondern es wirklich schön ausdekoriert worden ist. Und wir können jetzt auch sehen, sobald die Produktionsstätte gekauft worden ist, dass auch das Landstück dann zum Hof gehört. Also richtig gut gemacht. Diese Hallen sind natürlich nicht begehbar. Auch hier nicht, kein Problem. Wir gehen hoch, wir gehen ein bisschen weiter gegen Osten. Wir gehen in die Richtung der Pelletsfabrik. Das scheint diese Fabrik hier unten zu sein. Das heißt, wir lassen uns mal hier fallen in den Fallschirmmodus. Wir kaufen mal die Städte hier. 610.000 Euro, da nicht vergessen, da sind die Landstücke, die Parzellen inkludiert in dem Preis, also nicht nur die Produktion, sondern eben auch das Landstück dazu. Hier werden produziert Holz, Stroh oder Heupellets, braucht jeweils Wasser, Melasse und entsprechend das Füllgut wie Holzschnitzel, wie Stroh oder Heu. Schön zu sehen, dass man hier überall sehr schön sieht, wo der Trigger ist. Also ich habe jetzt bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie ich diesen blauen Abfülltrigger ausschalten kann. Auf jeden Fall, ja, das ist dieses Teil hier. Hier kann dann wahrscheinlich Melasse und Wasser gelagert werden, je nachdem, was dann gebraucht wird, damit die Produktion starten und laufen kann. Auch schön gemacht hier, dass zu der Leiter hin auch ein Gehweg da ist. Nicht nur einfach die grüne Fläche, sondern wirklich sehr schön eingebaut. Ja, so, dann fliegen wir weiter. Wir gehen mal hier runter, also die Zimmerei, und gehen dann rüber Getreidespeicher und landen dann an der Zuckerfabrik. Ja, das ist die Zimmerei hier unten. Das ist nur ein Verkaufspunkt, das ist also keine Produktionsstätte. Deswegen das Euro-Symbol. Dass es also ein Verkaufspunkt ist. Also auch hier sieht man wieder, dass das ziemlich den Berg hoch geht hier. Also nichts von wegen flach. Hier haben wir auch einen Verkaufspunkt und zwar ist das der Getreidespeicher. Auch hier das Euro-Symbol. Ja.
Dann kommen wir hier zu der nächsten Produktionsstätte und das ist die Zuckerfabrik. Wir werden mal hier landen. Auch hier alles automatisch. Hier können wir das Teil kaufen, 790.000 Euro, was natürlich auch das ganze Landstück hier betrifft. Das ist diese Parzelle hier mit der Fabrik drauf. Da wird hergestellt, natürlich standardmäßig, wird Zucker hergestellt. Und zwar einmal aus Zuckerrüben und Wasser wird hergestellt Zucker, Melasse und Schweinefutter. Das ist also Custom, das ist nicht die Standard-Produktionsstätte. Dann haben wir Zuckerrübenschnitzel und Wasser gibt 50, Zucker gibt Melasse und Schweinefutter. Und natürlich aus Zuckerrohr dasselbe. Also man kriegt auch immer Melasse daraus, die man dann weiter verarbeiten kann. Das Firmengelände dieser Zuckerfabrik ist ziemlich groß. Also ich denke, hier kann dann Melasse oder so abgetankt werden. Ist also ziemlich große Produktionsstätte hier. Hier werden dann die entsprechenden Paletten gespawnt. Großzügige Fläche hier. Hier wird wahrscheinlich dann die Melasse gespawnt oder das Schweinefutter. Gut, dann nehmen wir wieder den Flug und zwar gehen wir in diese Richtung hier. Gehen wir mir mal hier rüber. Da sind die ganzen Treibhäuser, Gewächshäuser sind hier verbaut. Wir kaufen mal eines derer. Und das sind natürlich die Standardgewächshäuser, die hier verbaut sind. Also Tomatensalat und Erdbeeren aus ein bisschen Wasser. Idealerweise kann das Wasser hier quasi zentral eingefüllt werden. Also hier gibt es den Wassertank für die beiden. Dann gibt es hier und so weiter. Das ist also ein bisschen zentraler gemacht, praktisch um durchzufahren, damit man nicht immer da hineinfahren muss. Dann haben wir auch direkt hier einen Verkaufspunkt. Und zwar ist das der Verkaufspunkt Gartencenter. Der nimmt also die Gewächshausprodukte nimmt diese nicht an. Also das heißt, es ist nicht so einfach, dass man die einfach dann hier verkaufen fahren kann. Also muss man schon weitergehen. Hier kann gekauft werden Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Das sind also Kaufstellen hier. Hier kann Wasser gekauft werden. Das sind also diese Infrastruktur hier, die hier genutzt werden kann. Hier natürlich, wie gesagt, das Gartencenter. Das ist also das Standardgebäude. Ein bisschen umfunktioniert. Wir haben hier auch einen weiteren Verkaufspunkt und zwar Dünger, Kalk und Saatgut. Das kann hier gekauft werden. Also ein richtig schönes Gartencenter in diesem Falle hier. Wir haben hier eine weitere Fläche für die Tierhaltung und zwar ist es hier ein großer Kuhstall, der verbaut worden ist. Der uns aber noch natürlich nicht gehören, weil das Land nicht uns gehört. Wenn wir das jetzt kaufen. Okay, machen wir nicht. Also hier haben wir verschiedene Gehege, also Schweine und Kühe, die auch da verbaut sind. Dann gehen wir hier hin zu der nächsten Produktionsstätte. Und zwar ist das die Freisinger Mühle. Ja, dann haben wir hier also den Abladetrigger. Jetzt gucken, wo wir die kaufen können, die Mühle. Hier drüben ist der Kauftrigger. 750.000 Euro und hier kann hergestellt werden natürlich die entsprechenden Mehlsorten, das heißt Weizenmehl, Gerstenmehl, Hafer, Hirsenmehl, Roggenmehl, Dinkelmehl, also diese Mehlsorten können hier hergestellt werden.
Das heißt, es wird auch immer aus dem ganzen Getreide wird Mehl hergestellt plus Kleie, die dann natürlich als Abfallprodukt daraus kommt. Gut gemacht, schöne Idee. Auch ziemlich realistisch finde ich, dass da Kleie rauskommt. Wir fliegen jetzt zum Heizkraftwerk, dann zu der Kompostieranlage. Das ist auf jeden Fall, wie wir jetzt gleich weitermachen werden. Das ist hier das Heizkraftwerk, das ist gleich nebenan. Das ist eine Verkaufsstelle. Da gibt es nichts weiteres zu sagen, auch schön eingebunden. Dann haben wir hier die Kompostieranlage, die schauen wir uns wieder ein bisschen mehr detaillierter an. Ich kaufe diese für 250.000 Euro und wir können hier sehen, hier kann Kompost hergestellt werden aus Stroh, Gras, Heu, Häckselgut, Mist, Silage, Kartoffeln, Salat und Tomaten. Und zwar braucht es jeweils noch Diesel dazu, um den Kompost herstellen zu können. Und wie gesagt, kann dieser verwendet werden, um Felder zu düngen. Und natürlich kann dieser auch verkauft werden. Hier ist der Abladepunkt. Hier ist der Beladepunkt. Hier ist die Tankstelle, die Abladepunkt, wo man das natürlich den Diesel abladen kann. Wir gehen jetzt zum Shop rüber. Da waren wir eigentlich schon, aber wir fliegen daran vorbei und gehen dann runter zu der Tankstelle und dem Flüssiglager, Lagerhaus und der Biogasanlage. Also wie schon genannt, haben wir hier den Shop. Genau dieses Eurozeichen hier ist die Verkaufsstelle für die Fahrzeuge. Hier über dem Fluss. Auch die Stromleitung ist realistisch verlegt. Wir fliegen diese jetzt mal kurz ein bisschen lang. Denn wir kommen sicher damit auch direkt dann zu der Tankstelle und zu BGA. Also hier haben wir die Garrison Tankstelle, hier haben wir das Umschaltwerk, hier haben wir eine weitere Siedlung. Auch wieder sehr schön große Parzellen, Trampolin, Garten, ein Pool darf nicht fehlen, Grill. Hier kommen wir zu der BGA. Die kaufen wir für 950.000 Euro und wir können hier sehen, dass hier hergestellt wird aus Silagegülle, Mist und Zuckerrübenschnitzel wird hergestellt, elektrische Energie, Methan, Gärreste und Biogas. Das sind also diese Sachen, die hier hergestellt werden. Dazu gehören zwei große Keilsilos. Wir gehen hier rüber, da gibt es das Flüssiglager, da rennen wir mal kurz hin. Das ist diese. Das ist dies hier. Da gibt es also Verkaufspunkte. Verkaufspunkt. Das sind Verkaufs- und Kaufpunkte hier. Auch Verkaufspunkt. Genau, das ist das Flüssiglager, das Lagerhaus. Da gehen wir da runter Richtung die untere rechte oder linke Ecke. Hier haben wir den Viehhandel, den Viehhändler, genau, mit seinem Kaufpunkt. Und da gehen wir noch hier hin. Da haben wir das Sägewerk. Den Holzhacker, der Gesteinbrecher, das sind also das ganze forstwirtschaftliche Gebiet hier. Wir gehen mal hier zu diesem Bereich hier, dieser Riesenfläche hier. Schauen wir uns auch die Einzelheiten mal an. Also wir haben hier die Silageerstellung, das heißt, das kann auch gekauft werden. Hier aufgepasst, man sieht den Trigger kaum, der ist hier in der Tür versteckt. 190.000 Euro und macht aus
und macht natürlich Silage aus Gras und Häckselgut, ne? Also das kann man also Silage direkt herstellen lassen. Wunderbar. Dann gibt es hier verschiedene Einlagerungspunkte und hier muss ich mal versuchen, wenn ich hier die Landfläche kaufe, dass diese Trigger dann alle auftauchen. Und zwar mache ich das jetzt hier so, dass ich jetzt diese Landfläche kaufe. Und dann erscheinen auch die ganzen Trigger. Hier gibt es noch ein weiteres Farmhaus. Hier gibt es eine Hofwerkstatt. Also das ist wahrscheinlich die Lohnunternehmerhof, den man dann hier simulieren kann. Also hier gibt es Flüssigdünger zum End- und Beladen. Lager und genau. Dann gibt es hier drüben. Das Silo für den Lohnunternehmerhof, das sind 5 Millionen Liter Kapazität. Hier haben wir den Gesteinbrecher. Wir haben natürlich das Güllelager hier. Wir haben das Mistlager hier, Mist- und Kompostlager hier mit 1 Million Liter jeweils. Dann haben wir hier das Stroh- und Heulager. Vorsicht, dies nimmt keine Ballen auf. Das habe ich gestern getestet. Das nimmt also keine Ballen auf. Kapazität 1 Million Liter. Dann haben wir hier das Tierfutterlager, auch 1 Million Liter. Dann haben wir Wurzelfruchtlager, auch 1 Million Liter. Und dann haben wir die Lagerhalle. Hier kann einiges anderes auch eingelagert werden, auch 1 Million Liter. Das ist also der LU-Hof hier. Sehr, sehr, sehr weiträumig geplant, gemacht. Hier gibt es die entsprechende Werkstatt. Ich gehe mal kurz hier nach in dieses Karteninnere. Hier haben wir auch noch 2 Produktionsstätten. Und zwar kann die Traubenverarbeitungsanlage gekauft werden für 640.000 Euro. Standardmäßig wird aus Trauben wird Wein, Traubensaft oder Rosinen gemacht. Das ist dieses Areal hier. Dann haben wir die Cereal Factory. Das ist diese Nachbarhalle hier. Kostet 420.000 Euro. Und hier wird hergestellt natürlich das Müsli. Und zwar hier auch Standardproduktion. Dann gehen wir wieder Richtung Süden zu der Schneiderei und Spinnerei. Auch hier schön zu sehen, dass hier das auf einer Kuppe oben ist. Schauen wir uns mal hier. Das ist die Schneiderei für 350.000 Euro. Hier wird natürlich Kleidung hergestellt aus den Stoffen, die hier drüben in der Spinnerei für 480.000 Euro hergestellt werden. Und zwar klar aus Wolle und aus Baumwolle werden Stoffe hergestellt. Dann einfach rübergebracht und hier kann dann entsprechend die Kleidung hergestellt werden. Das ist also auf einem Areal sehr, sehr praktisch gemacht, also sehr gut. Dann gehen wir kurz zu der Reifeisen. Hier schauen wir uns auch ganz, ganz kurz an. Also hier kann Wareneinkauf, kann Ware eingekauft werden. Also ich nehme einfach alles an, was... Und hier natürlich die Reifenverkaufsstelle. Und dann bleibt uns noch die Ölraffinerie. Da fliegen wir auch kurz hin. Das hier geht Richtung Süden. Das ist dieses Gelände hier.
695.000 und produziert natürlich die gängigen Ölsorten mit den Standardrezepten. Und ich glaube jetzt, dass uns nur noch die Molkerei fehlt. Ich glaube, diese Molkerei, die befindet sich hier an dieser Kartenkante dran hier. Das ist dieses Gelände hier. Goldsteig Käse Spezialitäten, also wir haben das ganze Areal hier. 720.000 Euro kann die Molkerei gekauft werden. Hier wird auch natürlich standardmäßig Butterkäse und Schokolade hergestellt. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, müssten wir noch zu der Bäckerei rüberfliegen. Und dann haben wir zumindest mal alle Produktionsstätten angeguckt. Das ist diese hier, da sind wir ja vorbei gefahren vorhin. Das ist diese hier und die produziert natürlich Brot und Kuchen. Ganz klassisch, das ist dieses Areal hier. Sehr schön gemacht, finde ich, dass diese Areale auch richtig schön ausgearbeitet worden sind. Nicht nur einfach dieses Gebäude hingestellt worden ist, sondern wirklich auch es verändert worden ist, so dass es wirklich passt. Dann würde ich sagen, haben wir erstmal den Rundgang gemacht, was die Produktionsstätten angeht. Wir schauen uns nochmal zwei, drei andere Hofflächen an. Wir gehen mal kurz zu dieser Hoffläche hier. Kaufen mal diese Parzelle, damit wir auch sehen, was hier verbaut ist. Wir haben einen Kuhstall, einen riesen Kuhstall, der gemoddet ist, und zwar für 1500 Kühe. Das ist richtig krass. Da ist natürlich klar, das ist der Fütterungsroboter, der ist natürlich hier im Einsatz, hier Mineralfutter, das benötigt wird. Dann haben wir hier drüben 750 Schweine. Da haben wir natürlich das Gülle und den Misthaufen. Dann haben wir hier 16 Pferde, das ist also Standard. Da gibt es hier nochmal ein Gehege und zwar für 700 Schafe. Das ist also enorm groß, also hier wird einiges passieren. Dann haben wir hier noch ein Hühnergehege, das ist wahrscheinlich auch gemoddet und zwar... Nee, ist das das Standard-Hühnergehege mit 360? Okay, das ist also quasi der Tierhof. Wir schauen uns noch kurz mal einfach das gesamte Arsenal an, das zum Hof gehört, wenn wir starten. Und zwar als was Maschinerie betrifft. Einmal haben wir den 314er Fendt Avario. Dann haben wir den Axion 870. Wir haben den Axion 800. Dann haben wir den Mähdrescher, den 770er von New Holland. Wir haben einen Anhänger und zwar den Krone, den GX 520, dann natürlich das Schneidwerk und den entsprechenden Schneidewerkswagen für den Mähdrescher. Dann haben wir einen Grober und zwar den Vector 800 von Knörkeling, braucht 320 PS und hat eine Arbeitsbreite von 8 Metern. Dann haben wir die Seetechnik, die hier auch mit dabei ist. Und zwar ist es eine Direktsaatmaschine mit der Arbeitsbreite von 6 Metern. Dann haben wir bei der Mähtechnik haben wir einmal das Front- und einmal das Schmetterlingsschneidewerk von Pöttinger. Und das war das Startequipment eigentlich. Wir haben jetzt mehr oder weniger die Standard- oder die eingebauten Produktionsstätten und das dazugehörige Land gekauft. Wir haben ca. 10 Millionen ausgegeben. Also es ist hier definitiv ein steiler Anstieg notwendig, wenn man diese Landstücke oder die Produktion alle besitzen möchte.
Ja, mein Fazit also, es ist eine sehr, sehr schöne Karte, also so schön es geht, mit einer Vierfachkarte ausdekoriert. Das Konzept stimmt, passt. Die Feldgrößen passen auch zu der Karte. Schön ist, finde ich, dass die Produktionsstätten entsprechend verändert worden sind. Nicht nur dieses Gebäude hingestellt worden ist, sondern wirklich man das Gefühl auch hat, hier auf einem entsprechenden Industriebereich zu stehen, der auch ein bisschen größer ist als nur ein Gebäude. Also sehr, sehr, sehr schön gemacht. Auch die Tatsache, dass es auch verschiedene Siedlungsgebiete gibt, wo die auch ziemlich schön ausdekoriert sind, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Auch die Details, dass Fische im See sind und auch Enten rumschwimmen, ist auch sehr schön gemacht. Wenn wir uns mal rumgucken, also es ist eine glaubwürdige Landschaft. Es ist schön, dass die Felder nicht in diesem monotonen, quadratisch praktisch gut Stil gebaut sind, sondern organisch in die Landschaft eingebettet sind. Die Straßenführung finde ich auch sehr schön gemacht, sehr gelungen. Ja, auf jeden Fall eine Karte, wo ich mir überlegen könnte, tatsächlich einen Spielstand zu spielen, weil mich die Karte anspricht, weil sie durchdacht ist, weil ein Konzept dahinter ist und das Konzept auch ein bisschen weiter gedacht ist, als nur einfach das Gebäude hinzustellen, sondern wirklich auch ein bisschen das Flair zu vermitteln. Auch wenn es natürlich auch gewissen Stellen mehr sein könnte. Also wenn ich jetzt hier diese Hochfläche angucke, sind wirklich die Gebäude hingestellt. Da könnte man eventuell schon noch das eine oder andere machen, mit ein bisschen Baum reinstellen oder auf jeden Fall andere dekorative Objekte mit reinnehmen. Hier ist das sehr schön gelungen, aber im Großen und Ganzen, es ist eine Vierfachkarte. Man kann hier nicht so detailliert arbeiten, wie das auf der Kribach ist, weil es einfach dann von der Dateigröße und von den Leistungsanforderungen quasi zu groß wird. Auf jeden Fall, ich finde die Karte toll. Ich finde sie gut gemacht. Mein herzliches Glückwunsch für diese schöne Karte. Ihr findet den Link zum Download natürlich in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich sage viel Spaß. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns spätestens bei der Mod-Vorstellung von heute Abend. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Danke, tschüss und hasta luego.